Hallo und ein herzliches Willkommen zurück, Mulenias Resort, mit Maikondo. Und mit Mulenia. Ja, 2.0, also Resort 2.0, Mulenia, nicht Mulenia 2.0. Mulenia 2000. Ja, dafür bist du ein bisschen spät, das hat man früher in den 80ern immer gesagt. Ja, ich zu weiß. Zu irgendwelchen Gerätschaften. Ja, das ist der Staubbuster 2000. Ja, genau, die hatten ja immer so solche Bezeichnungen. Genau. Also Nanni hatte die Idee, hier also am Weg so ein Wasserdings runterzumachen. Ein Wasserdingens? Ja, so ein Wasserdingen. so ein Fluss quasi, denke ich mal, dass ich das gemeint hatte. Ich weiß es nicht genau. Ein Wasserfluss. Ja. Aber ich würde gerne bei der Beleuchtung, also bei den Klappen und der Beleuchtung bleiben. Ich finde das ganz nett irgendwie. Okay. Das gefällt mir richtig gut. Ich finde das auch gut. Wo mir die Idee auch gefällt mit dem, ne, Wasserlauf hoch, mit dem Wasserlauf nach unten. Aber ich finde das so toll hier. Mhm. Ich finde das auch gut. Warte mal, ich gebe dir nochmal Erde. Okay, danke. Falls du brauchst. Ja, auf jeden Fall. So, ich brauche jetzt auf jeden Fall nochmal Wasser. Hier sind gar keine Tiere. Was? Das ist hier alles ganz ruhig. Wo sind die Tiere hin? Hast du Tiere ausgestellt? Nein, ich habe nichts ausgestellt. Ich habe tatsächlich gar nichts verändert. Ja, was solltest du auch verändern? Da hinten ist ein Fisch. Alles gut. Wir haben auch einen Kommentar gekriegt zum Tiere despawn, dass wenn die Weiden zu groß sind, die Flächen zu groß sind, wohl die Tiere momentan despawnen. Scheint wohl ein Minecraft-Bug zu sein. Also es dürfte bei uns nicht passieren, da ich die ja absichere durch den. Also die können keinen Schaden kriegen und die können eigentlich nicht despawnen. Ich hoffe, das reicht aus. Ich hoffe, dass das funktioniert. Ja. So, jetzt müsste ich eigentlich theoretisch hier den Wassereimer hinmachen können. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, das müsste jetzt eigentlich passen, um das alles hier zu bewässern. Ich habe keine Hacke mehr. Feldhacke? Bring ich dir gleich mit. Ach, bist du gerade... Ich bin gerade oben. Ich wollte gerade meine Feldhacken wegbringen. Hätte ich das eher gewusst, hätte ich dir gleich eine dagelassen. Mal kurz ein bisschen leiser machen. Ja, besser. Ein bisschen besser, nicht arg viel besser. Jetzt ist besser. Jetzt höre ich dich nicht, wenn das so laut ist hier. Ja, okay. Das ist nicht so toll. So. Und das Kartoffelfeld auf jeden Fall schon mal weitestgehend fertig. Das ist doch gut. Ja, das finde ich auch. Ich denke, das nehmen wir so. Und hier machen wir das Weizenfeld rein. Und hier oben können wir mal gucken. Vielleicht können wir das hier so ein bisschen... mal gucken. ich helfe dir hier mal mit auffüllen. Ich habe noch ein bisschen Erde in der Tasche. Aha, dann brauche ich vielleicht gar keine mehr holen gehen. Doch. Ich habe nur ein Stack dabei, der reicht nicht. Ja, aber viel ist es ja nicht mehr. Nö. Es sind ja nur noch ein paar Stück. Schön, dass du mir meine Arbeit wegnimmst. Ja, ne? Mhm. Hast du eine Feldhacke mitgebracht? Ja. Oh, danke schön. Hä? Oder hatte ich noch eine? Du hattest anscheinend noch eine. Ich wollte gerade sagen, denn die habe ich ja gerade erst hingeschmissen. Ja. Ach, siehst du, hier muss ich auch noch Wasserdings machen. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Da muss das hin. Dann hole ich mal Wasser. So, dann 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dann noch einmal hier. Ähm.
Und dann machen wir hier noch eins hin und dann war's das. Dann war's das. Ja, dann habe ich es hier zumindest mit dem Wasser mal geschafft. Zaun habe ich noch? Nee, habe ich nicht mehr. Hole ich gleich. Warte mal, da wollte ich noch die Stufen hinmachen. Habe ich auch keine mehr dabei. Hier würde ich ein bisschen auffüllen. Du hast keine Stufen mehr dabei? Nee. Keine Holzstufen mehr. Glücklicherweise kannst du dir ja notfalls welche machen, ne? Ja, ich muss jetzt sowieso mal eben Zeug holen. Ich brauche Zaun und ich brauche Stufen. Und das kann ich mal eben auspacken. Das brauche ich jetzt nicht. Okay. Ach, Stöcke hätte ich noch gehabt. Naja, nicht so schlimm. Irgendwo im Dach ist auch ein Fehler. Fällt mir jetzt gerade ein. Da stimmt, da habe ich auch irgendeinen Kommentar gelesen. Kommentar zu, ich weiß aber gerade gar nicht von wem. Das habe ich vergessen. Ich gucke da gleich mal nach. Da soll auf jeden Fall, ich glaube auf der rechten Seite, ne, von der Leiter aus. Ja, irgendwas hatte ich da, ja, habe ich auch soll gelesen. Soll da ein Fehler sein. Ich kümmere mich da gleich drum. Erstmal schnell hier die Beleuchtung fertig machen. Da. Und da. Oh, es wird dunkel. Ja. Ich hab's gesehen. Du sagst Bescheid, wenn du dich hinlegst. Ich hab mein Bett sowieso dabei. Ja, ich hab meins auch dabei. Ich weiß gar nicht, können wir schon? Ich lieg. Okay, dann lege ich mich auch hin. Okay. Siehst du. So. Wo bist du denn? Ich bin noch Erde holen gewesen. Ich bin gerade auf dem Rückweg. Ach so. So, dann gucke ich mal eben nach dem Dach. Ja. Hier hoch. Fehler. Ach, rechte Seite. Ich gucke natürlich links. Das kommt drauf an, was von wo aus ja, rechte Seite. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann das nicht sehen. Ich kann keinen Fehler sehen. Ich gehe mal da hoch und guck mal. Da sehe ich keinen Fehler. Da auch nicht, aber. Das ist ja auch links, ne? Man kann sich ja auch täuschen. Ach, hier, guck mal. Nee. Da habe ich ja extra das Ding drüber gemacht. Also passt alles. Das sieht hier vielleicht ein bisschen blöd aus durch die höher gesetzten Stufen. Das könnte das sein, was das Ganze so ein bisschen fehlerhaft aussehen lässt. Aber das war's auch. Da ist kein Fehler. Das hier könnte gemeint sein. Ja, ich weiß, was du meinst. Möglich. Ja, wieso das denn? Mal gucken, ob das besser aussieht. Okay. Kannst du mal sagen, ob das jetzt besser aussieht? Von hier unten sieht man das sowieso nicht. Wirklich. Nein? Nö. Also, ja, jetzt bin ich hier irgendwo reingefallen. Also, ja, ich weiß nicht. Okay. Ja, das ist natürlich hilfreich. Ja, komm her, ich mach hier mit Blöcken zu. Aber dann latschen uns die Monster auf dem Dach rum, ne? Obwohl das, naja. Wir schlafen so? Ja sowieso. So, dann mache ich das hier auch noch, ändere ich das auch noch um. Weil wenn, dann muss das auch gleichmäßig sein, ne?
habe ich schon alles steinreich gemacht. Huch, da nicht. Jetzt wäre ich beinahe vom Dach gefallen. Das wäre nicht toll. Nee. So. Das ist die hier, die... Hey! Das ist nicht nett. Oh, kannst du damit weit werfen? Das ist ja enorm. Das ist ja total krass. Wo hast du denn immer den Schnee her? Ja, das ist, wenn ich die Erde hole, dann... das ist, da hinten ist halt so ein verschneites Gebiet, wenn du da hinten so hinguckst. Da, genau. Ach, da, und okay. Da hole ich dann die Erde her. Warum nimmst du nicht die, die wir hier noch in der Kiste haben? Ich wusste gar nicht, dass wir noch welche in der Kiste haben. Ja, wir haben noch welche. Ich dachte, ich hätte die letztes Mal alles rausgenommen. Nö. Wo, in welcher Kiste hatten wir die denn? Unten oder unten, oben? Genau in der. Ah, okay. Kommt jetzt noch mehr dazu. Okay, hier wollte ich ja die Terrasse und so noch rausziehen und besser machen und umbauen. Und aber jetzt muss ich erstmal die Felder fertig kriegen, also das eine zumindest. Ich glaube, ich habe das jetzt alles aufgefüllt, da wie das so gedacht okay, war. Okay, super. Ja, ich überlege hier gerade, wie ich hier weitermachen möchte. Also das auf jeden Fall bis hierher so. Ich tue das schon mal alles hier so. Flügen. Knack. Nee, damit geht das nicht. Damit geht das. So. Da müssen die Kartoffeln nur noch wachsen, damit wir die dann auch wieder einpflanzen können. Mhm. So, jetzt ist die Frage, wie weit gehe ich jetzt hier rüber? Ich glaube, so reicht mir das schon. Oder soll man noch ein Stück weiter? Ach nö, also es muss nicht zwingend sein. Man kann das... Ja, anscheinend dann doch. Nee. So, und hier machen wir dann das... Ach, wie heißt denn das Weizen? Jetzt? Weizenfeld hin, genau. Hier machen wir einen Weg nach unten auch. Ich würde hier nämlich auch gerne die Karotten unterbringen. Und da will ich nur ein ganz kleines Feld machen. Mhm. Und Getreide. Ja, wie machen wir das? Bis hier. Also so, dass wir sagen, hier ist dann die Grenze und hier machen wir alles voller Getreide. Das reicht aus, oder? Das denke ich schon, ja. Ja. Also wollen wir erstmal nicht so viel machen. Man kann notfalls auch immer noch woanders Getreidefelder hinmachen. Genau, genau. Ja, dann würde ich sagen, machen wir das doch, oder? Mhm. Gut, dann kümmere ich mich um die Bewässerung. Warum bewässert das da nicht? Was soll das? Ist das nur zu langsam oder? Ja. Hm. Hier kommt kein Wasser an. Vielleicht geht das von oben nach unten, aber nicht von unten nach oben. Das ist möglich. Aber wir das müssen sind auch genau abwarten. Vier Felder. Hier ist auch nicht, hat noch nicht bewässert. Warten wir kurz ab. Ob ja, das gut, okay, aber das hier geht nicht. Ja nicht zu. Hier geht ja immer gleich die Erde wieder drauf. Ja. Könnte mir gut vorstellen, dass das eben nicht ausreicht, weil das tiefer ist. Mhm. Dass das zwar von oben nach unten zählt, das Wasser, aber nicht von unten nach oben. Ja, ja. Ja, warten wir mal ab. Vielleicht ist das tatsächlich so. Das könnte ich mir auch gut vorstellen. So, genau, hier das Feld, dann mal gucken, 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 4, das ist doof. Was ist doof? Das passt, Mensch, also heute ist schlimm, das passt nicht ganz.
Da muss ich noch mal von hier hinten zählen. Willst du den Baum da stehen lassen? Ich hab den jetzt einfach nur stehen lassen. Der muss da nicht bleiben. Mich stört er nicht. Ja, mich stört er auch nicht. Also von dem her lassen wir den noch einfach stehen. 1, 2, 3, 4. So. Hier muss der hin. Ja. Obwohl, warte mal. Ja doch, wir machen das so. Du kannst dann hier ruhig schon, wenn du möchtest, pflügen. Ich kümmere mich um die Bewässerung. Ja. Das kann ich machen. Also es kommt hier oben tatsächlich nicht an. Also so gar nicht, ne? Ja. Dann gib mir doch bitte mal eine Feldhacke. Hier. Eine. Du hast ja, glaube ich, zwei jetzt, ne? Nee, ich habe jetzt nur noch die eine, aber das ist schon okay. Ja, okay. Ich hätte mir auch eben eine geholt. Da muss ich doch nochmal schauen. Letztendlich kann ich hier sowieso nur erst dann umflügen, wenn das hier mit dem Wasser gemacht ist. Ja. Denn sonst verwandelt sich das ja sowieso mal wieder in normale Erde zurück. Ja, ja, klar. Aber ich habe da ja schon ein Wasser, ist ja schon da. Mhm. Und da kannst du ja schon flügen. Ich bin ja schon unterwegs. Ja, mach mal, mach mal. Ich hole trotzdem noch mal eine Feldhacke. Ja. Es dauert halt ein bisschen. Ja, ist klar. Ist ja nur ein Eimer, ne? Ja. Oh, ich habe keine Falltüren mehr. Kannst du welche machen? Das war das Fichte, ne? Ja. Ja, jetzt muss ich hier ja auch nochmal eben gucken bei den Kartoffeln, wie ich das nun ändere. Da würde ich, glaube ich, das Wasserding einfach unter den Weg setzen. Einfach hier so drunter. In der Hoffnung, dass das dann auch reicht. Dann sieht man das nämlich nicht, weißt du? Mhm. Da müsstest du gleich bitte nochmal hacken. Mache ich sofort. So. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Jetzt ist die Frage. Lieber so. Und da sonst noch mal unterm Berg was verstecken. Das wäre auch eine Möglichkeit. Dunkel ist es jetzt auch. Wir müssten also gleich mal schlafen. Mhm. Ja. So. Wie viele Falltüren brauchst du denn? Weiß ich nicht. Mach mal ein paar. Also momentan sind es 5. Da kommen aber noch ein paar zu. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Zack. Und, ja. Und hier, so. So, ich bin gleich wieder da. Ja, das ist schön. 1, 2, 3, 4, 6. Ich pack das einfach hier unter. Das Schaf. Was? Ach, das Schaf, das rennt da die ganze Zeit rum. Ach so. So, ich bin wieder da. Okay. Dankeschön. Bitte. So, dann lass uns doch erstmal den Part beenden. Yep. Im nächsten machen wir dann weiter. Also, alles bis dann. Ciao, ciao.